Ich bin Meisterdetektiv Pikachu. Ich sehe zwar wie ein normales Pikachu aus, doch ich bin eine Superspürnase. Hä? Er ist weg. Hm? Wo ist er hin? Was soll das denn, Tim? Ich bin mitten in einem wichtigen Dreh. Was ist? Wo ist mein Pudding? Pudding? Ja, Pudding. Mein Pudding. Weißt du nicht, was das ist? Natürlich weiß ich das. Also, was ist damit? Du hast meinen Pudding aufgegessen. Weißt du, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich filme mich gerade bei meiner Morgenroutine. Morgenroutine? Es ist in, seine Aktivitäten online zu teilen. Mein Video wird sicher der Hit. Ach, denkst du wirklich? Versuch nicht abzulenken. Mann, du hast ihn gegessen. Ich war es wirklich nicht. Ich habe ihn nicht gegessen. Aber wer könnte es denn sonst gewesen sein? Hm? Ah! Oh. Wer bist du denn? Oh, das ist mein Freund Mamfaxo. Es ist so nett, mir bei den Aufnahmen zu helfen. Mamfaxo? Du siehst aus wie ein Pokémon, das sehr viel essen kann. Hey, sieh mal, da ist was runtergefallen. Hast du wieder Essen in deinem Fell versteckt? Moment mal, ist das unsere Banane? Warte! Jetzt reicht es. Oh Mann. Es hat die Banane geklaut. Aber vom Pudding weiß es nichts. Aber wer war es denn sonst? Das ist ein Fall für einen Meisterdetektiv. Also, der Pudding ist heute Morgen verschwunden. Anscheinend wurde er geklaut, als ich zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr spazieren war. Und die Einzigen, die in diesem Raum waren, sind Tim, ich und Mamfaxo. Oh, deine Morgenroutine. Du hast doch das Video aufgenommen. Ja. Vielleicht hat die Kamera was aufgezeichnet. Oh, das ist eine gute Idee. Halt, stopp! Sieh mal hier. Zu diesem Zeitpunkt war dein Pudding noch da. Du hast recht. Spul vor. Und stopp! Der Pudding ist weg. Nachdem ich die Tür geschlossen hatte und bis du sie wieder geöffnet hast, ist der Kühlschrank nicht offen gewesen. Das heißt, das Verbrechen fand demnach im Kühlschrank statt. Es geschah also in einem geschlossenen Raum. Geschlossen? Wie konnte der Täter aber dann den Pudding stehlen? Hier ist der Pudding noch da und hier ist er weg. Irgendetwas ist anders. Lass ihn uns öffnen. Heurepika, ich hab's! Du hast es rausgekriegt? Ja, der Dieb kann weder fliehen noch sich verstecken. Also ist er noch hier. Der Pudding-Dieb? Ja, wer ist es denn? Das bist du!
Das ist bloß ein Apfel. Oh, er bewegt sich. Halt! Das ist gar kein Apfel, sondern ein Pokémon. Genau. Der Puddingdieb ist ein Knapfel. Es hat sich als Frucht getarnt und versteckt. Es war wohl unter den Früchten, die wir gekauft hatten. Nach einem gelösten Fall schmeckt Kaffee am besten. Da hast du recht. Aber sag mal, wie hast du es rausgefunden? Na, ganz einfach. Die Position der Frucht im Kühlschrank hatte sich geändert. Also, du löst Fälle wirklich schnell. Sogar schon vor dem Frühstück. Naja, sagen wir während des Frühstücks. Da hast du wohl recht. Das ist immer noch unsere Banane. Ach komm, lass es doch. Gong, gong. Wir haben einen neuen Klienten. Hä? Wen? Mamfaxo? Wir werden heute noch einiges zu tun haben.